Wir schauen rein ins Kuvert, schauen, wer der Tormann der Saison geworden ist. Ja, Tormann der Saison ist Robert Almer. Robert Almer kann heute nicht hier sein, er spielt ja mit der Austria heute in Ried und deswegen wird dieser Preis natürlich nachgereicht, dieser Bruno, aber er wurde vor dem Spiel schon über seinen Gewinn informiert und er hat uns folgende Grußbotschaft zukommen lassen. Ja, hallo erstmal, aufgrund unseres Spiels ist es mir ja nicht möglich, dass ich heute bei der Gala dabei sein kann. Hätte den Preis natürlich sehr gerne auch selbst entgegengenommen. Ich glaube, es ist jetzt auch ein sehr guter Zeitpunkt, mich auch bei denen zu bedanken, die mich die letzten Jahre immer begleitet haben, versucht haben, das Beste aus mir rauszuholen. Da gehört auf alle Fälle mal meine Frau dazu, die mich da auch in den sehr vielen Phasen, wo es nicht so gut gelaufen ist, immer unterstützt hat und immer ermutigt hat, weiterzumachen, beziehungsweise im medizinischen Bereich. Muss ich Mike Steverding, unserem Physio von der Nationalmannschaft, ein großes Dankeschön aussprechen, der mich die letzten 10 Jahre oder die letzten 12 Jahre immer wieder so hingebracht hat, dass ich auch in der Nationalmannschaft immer meine Leistungen bringen konnte und jetzt im Speziellen auch nach meiner Kreuzbandverletzung mich wieder rechtzeitig fit gemacht hat. Auch mal ein großes Dankeschön. Mir bleibt eigentlich jetzt nur noch über, mich nochmal zu bedanken für den Preis und wünsche allen noch einen schönen Abend, eine schöne Gala und viel Spaß. Tschüss.